Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir probieren heute. Ja, mal wieder. Was heißt mal wieder? Wir haben ja bisher nur ein Video davon gemacht. Eigentlich, wir testen neue Sachen, Teil 2. Ja? Genau. Also wir hatten ja schon mal probiert, einen Tag Neues zu essen. Jetzt ist es quasi auch wieder ein Tag, ja. Nur neues Essen, weil wir haben einiges dabei und das kann man innerhalb eines Tages gut vernaschen, trinken, essen. Ja, also gut, es kommt drauf an. Also ihr werdet gleich sehen, warum ich so reagiere, weil sind Snacks. Es wird auf jeden Fall sehr süß. Wir essen einen Tag neue Snacks, kann man dazu sagen. Ja. 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 Und das wird nicht nur süß, weil er dabei ist, sondern weil wir süße Sachen dabei haben. Ja, womit beginnen wir als erstes? Ich würde sagen, sie sind noch warm. Und zwar haben wir die jetzt gerade aus dem Ofen geholt. Ich weiß nicht, ob du das zeigen wolltest, ob ich das zeigen soll. Ja, ich kann ja damit einmal anfangen. Wir haben, beziehungsweise, ja, bin ich mal durch die Tiefkühltruhe gegangen bei einem schönen Supermarkt und da gab es die neuen Nutella-Croissants. 4 Stück sind drin. Ich glaube, wie viel haben die gekostet? 5 Euro? Ja, die waren auf jeden Fall sehr teuer. Ja. 4 Stück für 5 Euro. Mal gucken, ob sie das Geld und den Geschmack wert sind. Sind schön gebräunt. Mal gucken, wie die Füllung ist. Es gibt wohl auch schon Fertig-Croissants von Milky Way, Mars und Snickers. Aber wir werden jetzt da mal einen probieren. Boah, soll ich einmal einen reinbeißen? Ja, probieren. Auf jeden Fall riecht es schon mal sehr angenehm. Boah, nur halb. Sind noch heiß? Mhm, aber. Komme ich noch gegen den Tisch hier und will das alles umfallen? I would say, ich finde das Croissant aber echt lecker. Von der Füllung merkt man irgendwie nichts, finde ich. Die Konsistenz ist nicht... ist nicht deins, weil willst du noch mehr drin lassen oder wie? Länger drin lassen. Also ich habe die jetzt 22, 23 Minuten drin gelassen. Ja, also die sind ja von außen schon ziemlich braun, sieht man ja. Wenn man die jetzt noch länger drin lassen würde. Von außen merkt man schon, die sind sehr weit. Also man hat schon ein leichtes Aroma von kurz vor verbrannt. Innen sind die halbfertig. Sehr weich. Ja, die sind, ist so richtig halbfertig. Ich weiß nicht, ob man vielleicht dann mit einer niedrigeren Temperatur arbeiten sollte, aber die Konsistenz ist jetzt nicht so meins. Also da würde ich vielleicht einen halben, höchstens einen von schaffen, denn wäre bei mir aber auch Ende. Okay. Weil die Nutella-Füllung dann halt noch mit drin ist und das macht das Ganze dann ziemlich mächtig. Also jedenfalls für mich. Ich muss erstmal ein bisschen mehr essen, damit ich richtig an die Nutella komme. Ja. Wie viele Punkte gibst du? Ich weiß nicht, was du für eine Skala anbringen wolltest. Bis 10. Bis 10. Bis 10. Eine 5. Ich würde denen eine 8 geben. Ich finde, das Croissant ist lecker. Und die Füllung, ja gut, es schmeckt halt schokoladig, ne? Ja, also meins ist es nicht so. Ja, weiter geht's. Wir bleiben beim Schokoladigen. Und zwar kommen wir jetzt mal in meine Rubrik, nämlich Kekse. Kinder Crunchy Cookies sind auch neff. Mal gucken. 8 Stück. 8 Stück, glaube ich, für 3,50 waren die. Okay. Ja, ich mach mal auf. Also meine Freunde haben die schon probiert gehabt. Die sagen, ist nichts Besonderes. Ich bin mal gespannt. Okay. Sind nochmal extra, ne? Was macht das denn für einen Sinn? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht kannst du die nochmal wiederverwenden als Muffinform. Die sind nochmal extra auf 4er portioniert. Ah ja, ob man das braucht, keine ja, Ahnung. So sehen sie aus. Sehr blass, finde ich, ja, sehr, für einen Cookie. Ja, riechen tut es ganz normal. Nach einem Schokocookie. Sehen auf jeden Fall relativ trocken aus. Ja. Man schmeckt schon, dass es Kinderschokolade ist. Zumindest das Weiße. Aber an sich... Es ist halt, ja, nichts Besonderes auch, wenn ich ehrlich bin. Es sind halt eine, also ich gebe 5 von 10 Punkten.
Aber die sind eigentlich ganz, ganz lecker. 7 von 10 würde ich geben. Ja. Die haben so eine leichte Struktur von Sandkuchen. Sandkuchen. Ja, Sandkuchen. Ja. Ja, nee, ist okay. Ja. Zum Nachspülen haben wir natürlich auch Getränke dabei. Und ich hoffe, die sind einigermaßen genießbar, weil ich glaube, dass diese Marke immer ohne Zucker ist. Ja, die ist immer ohne Zucker, aber die haben wohl ihre Rezeptur geändert zum vorherigen. Also wird es noch schlimmer. Und Ich bin gespannt. das nehme ich einmal Kaktusfeige und einmal irgendwas mit Gletschereis oder sowas, ne? Ja. Das ist einmal hier Kaktusfeige Gönnergy und dann haben wir Gletschereis, Arctic ja. Eis. Arctic Und das Eis. soll so schmecken wie diese Eisbonbons. Ja, das ist ja gut. Dann nehmen wir erstmal Kaktusfeige, lassen wir das Schlimme erstmal beiseite. Also wir nehmen erstmal Kaktusfeige. Limited Edition, 2 bei Monte. Ah, Wahnsinn. Darf ich mir einfach mal den rausnehmen und. Oh. Also riechen tut's gut. Wie auf TikTok, ja, ja, schmeckt frisch, schmeckt frisch. Ja, also man schmeckt schon den Süßstoff raus, aber es geht noch. Ja, das ist nicht extrem. Also ich würde den sogar wieder kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee. Obwohl jetzt an der Zunge. An der Ja, Zunge. kennst du das, wenn du diesen Belag hast von. Ich habe gerade einen Belag von irgendwelchen Cookies, ja, aber nicht von so einem. Nee, also es schmeckt nachträglich schon stärker nach Süßstoff. Es hält sich aber in Grenzen. Ja, Aber ich fühle also, mich so stark. ja, ich würde es mir aber nicht nochmal kaufen. Dafür schmeckt es mir halt nicht so gut. Also ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10. Ich gebe den eine 7 von 10. Okay. Also ich würde den wieder kaufen. Ja, ich hoffe, die Zeit hat jetzt einigermaßen gereicht, dass die nächste Sache soweit vorbereitet ist, weil nämlich auf der Verpackung draufsteht, dass es 10 Minuten erstmal stehen soll. Es ist wahrscheinlich mit das gehypteste Produkt, Ja. was ich bisher so je gesehen habe. Ich wurde auf TikTok, auf Instagram, egal wo, damit zugeschmissen ohne Ende. Es Es handelt ist sich um das Nutella-Eis. 5 € für 230 Gramm, 470 Milliliter. Hier steht auch nochmal drauf, 10 Minuten warten und. Es war wohl in Amerika oder irgendwo oder Österreich oder was irgendwie schon früher verfügbar. Und dann ging der ganz große Hype los. Und obendrauf ist Nutella. Es soll auch nochmal Innen ein drin. Nutella Twist. Twirl, keine Ahnung, mit drin sein. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Oh, es hat sogar gereicht dafür. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Es war massig ausverkauft auf jeden Fall. Ja. Schnell vergriffen. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Boah. Und bevor wir dann halt beide essen und nichts gesagt wird, warte ich immer ein bisschen ab, ne? Bis der Herr des Hauses dann das Ganze probiert hat, weil ansonsten immer zu lange Pausen entstehen. Also, ich bin ja, ich muss sagen, ich bin ja kein Schokoladentyp Eis. Jetzt probieren wir das noch oben drauf mit. Oh, oha. Also, ich muss sagen, für mich ist irgendwie, mir schmeckt es nicht. Um ehrlich zu sein, mir schmeckt es nicht. Es ist sehr, sehr dick, finde Also ich. oben drauf, die Schokoladenschicht, hast du sehr viel Kakaofett. Ja. Also das knirscht leicht an den Zähnen. Kennt man vielleicht so von billigerer Schokolade. Das Schokoladeneis an sich. Die Idee ist gut. Dass da zwischendurch noch Nougat mit zwischen ist. Aber es ist sehr dominant. Also, Ich finde, es schmeckt, alle sagen, es schmeckt nach Nutella. ja, nee, also das würde ich nicht so bestätigen. Das schmeckt nicht mehr wie Original Nutella. Tut mir leid. Ja, also es schmeckt halt nach einem Milchschokoladeneis mit Nougat dazwischen und das Nougat, das macht das Ganze ziemlich mächtig. Also ich glaube, einen ganzen Becher davon würde ich nicht schaffen, weil ich inhaliere ja gerne Ben & Jerry's, ne? Aber das Ja. ist dann doch ein bisschen sehr doll. Okay, vielleicht aufgeteilt so in 2, 3 Portionen oder so, wenn man da richtig Bock drauf hat, Ja. so richtig Bock auf was Süßes hat. Aber mir wäre es dann zu So richtig mächtig. Bock auf Schokolade hat gerade. Ja. Da würde ich das dann
würde ich das wohl auf jeden Fall empfehlen. Also ich gebe dir eine 6 von 10. Es ist schon ein bisschen so wie der, also der, mehr als der Durchschnitt, aber. Ja, man darf es jetzt halt nicht, also ich persönlich darf es jetzt natürlich nicht vergleichen mit anderen Schokoeis. Es gibt nämlich auch ein sehr leckeres Schokoeis von Ben & Jerry's. 5 von 10 würde ich auch mitgehen. Das viel, viel mehr würde ich dem auch nicht geben. Ich weiß jetzt nicht, bevor wir dann zum letzten schon Nee, kommen, erst müssen wir noch hier das hier. bevor wir dann zum letzten schon kommen, weiß ich ja nicht, ob wir dann halt nochmal durchspülen Ja, wollen. wir spülen noch mal Wir durch. spülen nochmal durch und zwar die zweite Sorte von Gönnergy, die ich hier schon gezeigt habe. Arctic Eis, was nach Eisbonbon schmecken Ich bin soll. Ich gespannt. bin auch gespannt, wie es schmeckt. Früher habe ich etwas lieber Eisbonbons gegessen, vor allem auf Arbeit gegessen. Das riecht Und es riecht nach 100%. Eisbonbon auf jeden Fall. Lang ist es her, wo ich das letzte Mal so ein Eisbonbon hatte. Erst hatte ich die Eisbonbons immer auf Arbeit und jetzt die Kaugummis. Okay. Probier mal. Ja, ich probiere mal. Du kannst ja dazu schon mal was sagen. Also ich. Es schmeckt wirklich wie Kindheit, muss ich sagen. Ja. Der erste Schluck. Ah, dieses Nachgang vielleicht okay. Vielleicht fälscht es jetzt auch mit dem Nutella-Eis. Aber. Ja, ich würde es. Ja, man hat es mal gekauft, aber ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Oh, kennt ihr das? Dass wenn man so ein ohne Zuckergetränk, dass es dann hinten im Rachen so Verklebt. richtig komisch verklebt mit Acesulfam und so und das ist. Boah, lass mich raten, ist da Acesulfam drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Säurungsmittel, bla bla bla, Ginkgo-Extrakt, Koffein, Taurin. Acesulfam-K. Ja, gut. Also es ist okay, ich gebe eine 5 von 10. Es ist Durchschnitt. Ist mal was Besonderes, was Besseres. So eine Sorte gab es noch nicht. Also für die Kaktusfeige habe ich 5 gegeben, dann gebe ich jetzt für den 3. Okay. Das ist einfach zu doll Süßstoff. Da klebt der Süßstoff schon von dem Arktikeis. Bei der Kaktusfeige ist das angenehmer. Oh. Ja. Dann lass das letzte Produkt. Das letzte Produkt, Wahnsinn. Und zwar hat der Herr des Hauses natürlich mal wieder ein Paket erhalten. Aber natürlich selbst gekauft, leider nicht sponsored. Ne? Und ich dachte erst, er hat sich da irgendwelche Pillen bestellt, Okay. weil. Ne? So. Und er hat bestellt Hey-Kaugummis, ne? Von dem Hey Moritz, glaube ich. Ja, Ne? genau. Da hast du ja an sich schon mal welche von gehabt. Ich habe die Dose nur noch. Ich befülle die immer mit Ich anderen. finde die Dosis sehr gut. Ja, die Dose Die nutze ich ist ja bis heute. mega. Die nutze ich ja bis Vom heute. Packaging her. Kann man dann halt immer ganz gute Menge an Kaugummis nachfüllen und deswegen habe ich die Und jetzt da bei der sollen Dose ja immer auch noch. 40 Stück drin sein. Ich bin mal gespannt. Eigentlich müssten wir die ja mal zählen. Also, das ist auf jeden Fall Hey Cola. Cola Ja, Limette, bitte. hier steht nur Cola drauf. Guck mal vorne drauf. Ach da, und Cola Limettengeschmack. Warum steht das hier nicht drauf? Hat nicht mehr So. drauf gepasst. Ich rieche und es riecht nach Cola. Es riecht nach Cola. Sieht aus wie so eine kleine Karamellstückchen. Bin Das gespannt. sieht dunkler aus in der Kamera, als es in Wirklichkeit ist, weil jetzt das Licht komisch fällt. Man sieht es So. ja. Noch Kosten. Ah, und es schmeckt nach Cola. Nicht zu doll. Nicht zu doll. Also Bilou hat auch Cola-Kaugummis, muss ich dabei sagen, und die schmecken viel extremer und süßer. Und jetzt wird's Dieser sauer. Geschmack, nur noch ein bisschen stärker, erinnert mich an meine Zeit als kleiner Bub, als ich im Real-Supermarkt Kaugummis ausgeliehen habe von Hubba Bubba. Was will ich mich erinnern? An Mauer am Kracher, Cola. Dafür habe ich sie zu wenig gegessen. Das, was ich häufiger in meinem Mund habe oder hatte, war Hubba Bubba Cola. Und dieser Geschmack noch etwas stärker, bis da auch Hubba Bubba drauf. Das, was mich jetzt interessieren würde, wie lange der Geschmack hält. Ja. Na, also ich denke mal mehr als eine halbe Stunde nicht, weil der ist jetzt schon sehr intensiv. Von der Konsistenz her.
Ich finde den sehr gut von der Konsistenz. Besser als so manch anderer. Da hätte ich dir den mal geben müssen von DM, die Eigenmarke. Da klebt das am Zahn wie sonst irgendwas. Ja, von der Konsistenz her finde ich es schon sehr leicht. Also ich habe das Gefühl, wenn man es wirklich so eine halbe Stunde kaut, dass es dann gegebenenfalls zerfällt, hier so eine kleine Kügelchen draußen stehen. Ich weiß nicht, ob du das Ja, ich kennst, ne? kenne Dass es das. dann halt verschluckt wird Ich oder esse so. eigentlich immer jeden Tag Kaugummi, also auch wenn ich auf Arbeit bin. Na, ich ja auch. Weil es halt einfach besser ist, finde ich. Ja, naja, wenn ich halt auf Streife bin und so, man darf halt kein Trinken mitnehmen. Und die Stunde, die du unterwegs bist, und dann hast du vielleicht mal draußen 30 Grad, außer heute natürlich, weil es regnet den ganzen Tag. Es ist immer besser, mal einen Kaugummi noch dabei zu haben. Ja, wie viele Punkte gibst du der Sorte Hey Gum Cola Limette? Ah, 6. Überzeugt mich jetzt nicht so. Doch, mich überzeugt das voll. Ich finde die echt gut. Bis jetzt. 8 von 10 gebe ich. Finde die gut. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das ist schon das Ende. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Schaut auf Tonis Instagram-Kanal vorbei, ist unten in der Infobox verlinkt, wie jedes Video. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder. Bis dahin. Tschüss.